Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Börsenüberblick heute vom 18. Oktober 2011 hier aus dem historischen Rathaus von Krumbach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es einen Staatsbankrott in der Eurozone? Kommt für Griechenland der Schuldenschnitt? Und was dann? Mit dieser Fragestellung sind zurzeit alle Anleger, aber auch Volkswirte und Chefökonomen weltweit beschäftigt, um Antworten auf diese Frage zu suchen. Denn diese Ereignisse, die zurzeit diskutiert werden, sind keine alltäglichen. Man kann auch nicht von Erfahrungswerten sprechen, wie sich ein Schuldenschnitt Griechenlands denn tatsächlich auf die anderen Länder auswirken würde. Schaut man sich hierzu die Schuldenquote denn der nachfolgenden Länder an, ist die Frage Griechenland und was dann durchaus berechtigt. Griechenland führt zwar die Höhe der Staatsverschuldung mit 166% des Bruttoinlandsproduktes klar und deutlich an, aber Griechenland wird gefolgt von Italien mit 120%, Irland, Portugal und Belgien jeweils um die 100%. Allesamt Staatsverschuldungsquoten, die einfach zu hoch sind. Bei Italien wird in absehbarer Zeit ein Anlagevolumen zur Refinanzierung nötig im Volumen von insgesamt 400 Milliarden Euro. Eine gigantische Summe, die sich Italien am Kapitalmarkt beschaffen muss. Fällt nun Griechenland, ist die Frage, wie die internationalen Investoren reagieren werden. Kommt es nun zu einer Kettenreaktion oder nicht? Gibt es einen Staatsbankrott Griechenland oder mehrere Länder? Das bleibt abzuwarten. Schaut man in die Historie, dann können wir erkennen, dass Staatsbankrotte keine Seltenheit sind. In den letzten 300 Jahren hat zum Beispiel Österreich 9-mal Insolvenz angemeldet oder einen Schuldenschnitt gemacht, gefolgt von Spanien 8-mal, auch Deutschland war mit 7-mal dabei. Und Länder wie jetzt Portugal 6-mal, Griechenland 5-mal sind in guter Gesellschaft. Wir sehen also, dass Staatsbankrotte durchaus in der Vergangenheit immer wieder vorkamen. Nur wir in Deutschland waren in den letzten 70 Jahren in einem verwöhnten und funktionierenden Finanzsystem dabei. Wir hoffen natürlich, dass es noch recht lang fortbesteht und sehen zuversichtlich in die Zukunft. Das gleiche spiegelt der DAX. Sachwerte sind vermeintlich wieder gefragt. Der DAX befindet sich nach wie vor in seinem langfristigen Aufwärtstrendkanal und steht aktuell bei 5.830. Wir gehen jedoch davon aus, aufgrund der aktuellen Verunsicherung, dass es noch einen Rücksetzer geben wird Richtung 4.500 Punkten, bevor es an den Aktienmärkten wieder nach oben gehen sollte. Vorausgesetzt natürlich, dass es nicht zu einer Kettenreaktion an den Märkten kommt. Der einzige Markt, der momentan sehr stabil auch noch dieser Euro-Krise trotzt, ist die amerikanische Technologiebörse Nasdaq. Hier sehen wir, dass ebenfalls die Werte in Ordnung sind, sodass wir in der letzten Woche eine Position mit 2% in der Nasdaq erworben haben, um auch dem gerecht zu werden, positive Märkte im Depot zu halten. Generell sind wir jedoch der Meinung, die Aktienquote nach wie vor sehr defensiv zu halten. Von möglichen 100% sind wir derzeit bei 43% Quote und beabsichtigen dies auch über diese unsichere Zeit beizubehalten. Ich wünsche Ihnen nun eine gute Woche und den Politikern, die im G20-Gipfel auch dieser Tage zusammensitzen, die richtigen Beschlüsse für Griechenland, für Europa und letztendlich für uns Bürger. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, Ihr Andreas Locker.